So, ach, dabei bin ich jetzt selber ein bisschen erschrocken. Ging doch ein bisschen schneller los als gedacht. Hallöchen, zurück, da sind wir wieder in Europa Universalis 4. Heute machen wir ein bisschen den Einstieg in das Handelssystem anhand unseres aktuellen Spielstandes mit Brandenburg, was denn mal Preußen werden soll. Ja, wir haben noch ein paar, parallel noch ein paar Sachen zu klären. Beziehungsweise nach der letzten Folge aufzuräumen. Zum einen haben wir natürlich nochmal drei Provinzen eingenommen. Zumal hier in Ostpreußen zwei Provinzen und die Provinz Stettin oder Stargard, so heißt sie richtig. Stargard. Okay, Beziehungen abberufen. Wir haben noch zwei Diplomaten bereit. Die würde ich ganz gerne nochmal ansetzen. Einen schicke ich mal nach Frankfurt, dass sie halt immer beschäftigt sind. Und einen nach Goslar. Dann ist es entscheidend zu Koren. Gucken wir kurz rein. Haben wir viel Kriegsmüdigkeit? Ne, überschaubar. Aber wir haben auch keine Kriegsziele in den nächsten paar Jahren. Von daher können wir noch ein bisschen warten. Dann ist es noch wichtig zu schauen, okay, unsere Tower, das sind zwei, das steht soweit. Rebellen könnten in Wolgast rauskommen, ist auch wahrscheinlich. Flottentradition können wir aktuell aufgeben, weil wir noch keine Schiffe haben. Aber das wollen wir jetzt auch ändern und die ersten Mal für uns bereit machen. Und dazu brauchen wir natürlich auch das Handelssystem. Also wie ich schon gesagt habe, es ist so ein kleiner Einstieg, um das Handelssystem grob zu beleuchten. Staatsehe mit Sachsen. Ja, noch brauchen wir Sachsen. Nehmen wir noch mit. Haben wir sonst alle Staatsehen drin? Ganz kurz schauen. Sachsen, Pfalz, Österreich, Polen. Wir müssen ein bisschen räuspern. Mensch. Okay. Also wie ihr schon seht, ist das mit den Handelshäusern überschaubar. Wir haben halt immer hier Umschlagplätze. Bietet sich doch an, ein bisschen Pause zu machen. Wir haben hier ganz entsprechende Umschlagplätze. Große Umschlagplätze, kleine, mittlere und sehr entscheidende. Wir haben zum Beispiel diese groß markierten Umschlagplätze, ja, wie hier zum Beispiel Lübeck. Die sehen ja größer aus wie zum Beispiel der Ärmelkanal. Ja. Oder wir haben zum Beispiel das Rheinland. Oder wir haben Sachsen und auch noch hier unten Krakau und Wien. Das sind Umschlagplätze, die ihr erreicht. Also das sind in eurer Reichweite, ja. Alle anderen Umschlagplätze, die es gibt, die ihr nicht erreichen könnt, werden dann einfach so ohne Interaktionsoption dargestellt, ja. Und ihr seht zum Beispiel, haben wir hier Händler drin, dort, zwei Stück an der Zahl. Und dann gibt es noch einen Umschlagplatz, der immer entsprechend mit so einem mit einer Kiste und so einem Fass markiert ist, wie hier oben zu sehen. Das ist euer Hauptumschlagplatz, ja, euer zentraler Umschlagplatz, wo ihr primär euren Handel führt. An unserem Beispiel machen wir es fest, ist nicht für uns jetzt der Ideal, aber wir machen es an diesem Beispiel fest, ja. Unser Umschlagplatz, der befindet sich faktisch in Dresden, ja, der heißt Sachsen, ist aber primär in Dresden. Das kann man dann sehen an diesem Provinz- oder Emporium, heißt es jetzt mittlerweile, dieses Gebilde. Das stellt dann letztendlich auch diesen Umschlagplatz dar. Ja? Die anderen Provinzen, die hier dazugehören, zu Sachsen selber, haben das nicht. Und demnach, wie gesagt, ist das hier der Hauptumschlagplatz für uns, weil er so ausgewählt worden ist vom Spiel. Den könnt ihr auch ändern, das kostet aber diplomatische Macht. So, nun haben wir hier, jetzt passiert Folgendes, ihr seht, hier sind so Pfeile und solche Geschichten, alles. Und jetzt passiert Folgendes, zu jedem Umschlagplatz gibt es Wege, also Handelswege, die Handelseinfluss dort reinbringen, ja. Und wieder Wege, die hinausführen. Und je mehr Wege in einen Umschlagplatz hineinführen, desto besser, grundsätzlich. Und desto, oder je weniger rausführen, ebenfalls, desto besser. So einen Umschlagplatz gibt es nicht viele im Spiel, die nur einnehmen und nichts rausgeben. Einer der wichtigsten, mal als Beispiel genannt, ist zum Beispiel der Ärmelkanal. Es ist auch im Spiel der stärkste Umschlagplatz. Hier führen alle Wege rein. Ja? Also von, zum einen kommt hier von, hier sieht man es, es kommt von Lübeck. Ja, von Lübeck überträgt man hier Handelseinfluss. Es gibt das kleine Bild. 2,17 Dukaten werden hier entsprechend nach Ärmelkanal gesendet. Dann noch aus der Nordsee kommen 1,22 zum Ärmelkanal.
Dann noch aus Champagne, das ist jetzt hier für Paris oder Paris nicht direkt, aber für den französischen Raum, ja, da kommen dann ganze 6,62 Dukaten dort rein. Und dann sogar noch welche von Übersee. Wie ihr seht, die Pfeile gehen hier noch länger. Ein Pfeil kommt, wenn mich nicht alles täuscht, kommt direkt von der Goldküste und der andere aus der Karibik. So, das sind als Beispiel beim Ärmelkanal. Bei uns ist es ein bisschen überschaubar. Bei uns kommt einer aus Krakau, dann kommt einer aus Wien und es gehen zwei raus. Einer geht Richtung Frankfurt ins Rheinland, hier, und der andere geht Richtung Lübeck. Lübeck sieht dann schon wieder ein bisschen besser aus, deswegen sage ich auch, es gibt für uns bessere Umschlagplätze. Einer der besseren ist für uns Lübeck. Und hier gehen natürlich 1, 2, 3, 4 Wege rein und nur ein Weg raus. Ja? Also das ist schon mal top. Da kann man gerade am Anfang des Spiels große Gewinne erzielen. Ja? Das ist auf jeden Fall sehr praktisch. Wie viel Gewinne man dort erzielen kann, das sieht man auch. Hier sieht man zum Beispiel, der Handelswert am Umschlagplatz beträgt 20 Dukaten und in unserem nur 7 Dukaten. Also selbst wenn wir als Beispiel, ich mache jetzt mal die Rechnung auf, die ist nicht hundertprozentig, aber selbst wenn wir 100% Umschlagsplatz Einfluss hier hätten, also es gibt niemand anderen, der hier an diesem Umschlagplatz mitverdient, würden wir bloß 7,4 Dukaten rausziehen, ja? Andersherum ist es in diesem Fall, wenn wir hier 100% hätten, würden wir 20 rausziehen. Hier würden wir aktuell noch 23, weil das wird später mehr. Dann gibt es noch so ein paar schöne, große. Genua ist auch so ein Beispiel. Ihr seht, hier fließt nur rein. Hier sind 22, ja. Wie wird jetzt zum Beispiel der Wert? Jetzt sagt man sich, okay, Umschlagplatz gibt es bessere, aber vielleicht kann ich ja auch den Wert des Umschlagplatzes steigern, ja. Den Handelswert, das geht auch, natürlich. Wenn ich jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt leider wenig Einfluss, aber wenn wir jetzt zum Beispiel hier wären in Krakau und würden dann zum Beispiel in dieser Provinz sehr fleißig Tuch produzieren, dann würde es zum Beispiel den Umschlagswert auch in diesem Bereich erhöhen, ja. Und das könnte man dann, wenn man möchte, faktisch weiterleiten zum nächsten Umschlagplatz, den man abschöpfen will. Euer Hauptumschlagplatz, den ihr habt, der wird immer automatisch abgeschöpft. Ihr habt für die Handelsleute primär zwei wichtige Aufgaben. Entweder Handelswert abschöpfen oder ihr Handelsmacht oder Handelswert abschöpfen am Umschlagplatz oder Handelsmacht übertragen. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Ja? Wenn ich jetzt unser Land jetzt sehe, wir sind jetzt gut aufgestellt, zum Beispiel hier im Norden und unser Hauptumschlagplatz ist jetzt beispielsweise Lübeck, kann ich viel von meiner Macht, die ich habe im Hinterland zum Beispiel, an die Küste senden, mit Handelsmacht übertragen und dann kann ich natürlich größere Gewinne am Hauptumschlagplatz generieren. Ja? Ich kann natürlich auch an jedem Umschlagplatz direkt abschöpfen, aber in der Summe macht es sich immer bewährt, wenn man viel auf einen Punkt konzentriert, aber diesen dann auch natürlich bestimmt. Ja? Wie kommt man jetzt, also entscheidend ist natürlich zum einen, erstmal braucht man einen Umschlagplatz, der einen hohen Handelswert hat. Das ist schon mal günstig oder sinnvoll. Und dann braucht man einen Umschlagplatz, der einem auch gehört. Ja, wo idealerweise unsere Macht auch so stark ist, dass wir ihn auch kontrollieren. Das ist jetzt hier in diesem Fall, die sind ja mal aufgeteilt in, ihr seht diese vielen, wie sagt man so schön, diese vielen Gebiete. Das entspricht ja immer jeweils einem Umschlagplatz. Und wir haben ja zum Beispiel wenig Einfluss in Lübeck. Warum? Bei uns gehören jetzt erst seit kurzem hier ein paar Nordprovinzen. Die gehören uns noch nicht so lange. Die gehören uns noch gar nicht. Uns gehört dann bloß Stolp. Und der Hauptchef im Ring wird in diesem Umschlagplatz höchstwahrscheinlich Dänemark sein. Jetzt habe ich mal drauf geklickt. Und dann sehen wir uns auch mal das Menü an, was wir hier sehen. Hier sieht man einbehaltener Handelswert. Ja? Einbehaltener Handelswert. Wie ich schon sagte, es gibt viele Wege, die gehen rein vom Handelswert. Aber es gibt auch einen Weg, der geht raus. 12% des Handelseinflusses werden weitergeleitet. Das gilt denn hier für Ärmelkanal zum Beispiel nicht. 100% werden hier einbehalten und hier kann man abschöpfen, je nachdem wie hoch der Anteil ist, den man hier generiert. Ja? So, viel dazu. Dann haben wir hier unseren. Also ist es ja nicht unser, es ist einer, den wir ganz gerne hätten, ja. Aber jetzt sehen wir zum Beispiel, Handelseinfluss geht was raus. Ist ein schönes Beispiel zu erklären, weil nur ein Weg rausgeht.
Jetzt sieht man hier natürlich, Dänemark ist hier ganz stark, Lübeck ist ganz stark. Warum ist Lübeck jetzt mit zwei Provinzen, und wir wissen ja, Lauenburg haben sie erst seit kurzem, schon so stark? Lübeck zum einen natürlich hat es den Umschlagplatz selber inne. Lübeck, ich denke mal nachvollziehbar, hat den Umschlagplatz als solches inne. Plus nochmal natürlich als Handelsnation, ja, sie sind eine Republik, haben sie noch diverse Ideen, die sie da pushen. Zum einen haben sie die Handelsideen jetzt schon mit 5 Punkten weiter, jetzt haben sie noch Wirtschaftsideen und natürlich noch Ländertraditionen, die da auch noch eine Rolle spielen. Ja. Zusätzlich kann man auch noch mit Schiffen, mit Handelsschiffen, die man sich, Handelsschiffe sind es ja nicht, das sind ja Fregatten, die man noch ins Meer schicken kann, um deine Handelswege zu schützen. Ja, ganz entscheidend, da kann man dann den Handel noch ein bisschen unterstützen mit starken Handelskonvoiflotten, so nenne ich sie, ja. Okay, das so viel dazu. Wie gesagt, unser Fokus ist, wie ich schon sagte, es ist ein kleiner Einstieg in die Geschichte. Wie können wir jetzt zum Beispiel unseren Handelswert hier steigern? Wir sehen, wir haben zum Beispiel unseren, aus Krakau kommen zurzeit für uns Handelseinfluss. Und dann aus dem Süden, da haben wir einen Händler drin. Aber wir haben bei beiden eigentlich nicht viel Einfluss, ja. Also es ist, weil auch die Länder uns gar nicht gehören, die drumherum sind. Ja, wir sammeln, wir haben jetzt hier 15% auf 7,4 Dukaten. Das ist doch wirklich überschaubar. 3% haben wir auf Lübeck. Wir können jetzt probieren, systematisch unseren Handelseinfluss in Lübeck zu steigern. Ja, weil hier gibt es mehr, 20,6. Wie machen wir das? Zum einen würde ich sagen, den Händler aus Wien, den nehmen wir raus, den rufen wir mal zurück. Dann warten wir kurz, bis er ankommt. Da ist er. Und den schicken wir, weil wir mittlerweile stark sind, was wir gemacht haben. Wir sind stark aufgestellt in der Ostsee. Wir haben mit Danzig, Königsberg und auch Memel tolle Provinzen, die einen starken Handelseinfluss generieren können. Ja? Und die können wir sogar noch ausbauen. Wir können die Handelshäfen hier später noch ausbauen. Wir können Produktionen hier, jetzt haben wir auch einen Marktplatz schon angefangen, Danzig zu bauen. Wir können hingehen und sagen, pass auf, aktuell haben wir 3%. Wir nehmen jetzt unseren Handelseinfluss von 30%, den wir in der Ostsee haben. 30% von 6 Dukaten sind immer noch nicht viel, ja. Wir sagen einfach, pass auf, Handelseinfluss übertragen. Wir nehmen unseren freien Händler. Der Albrecht ist das, der Albrecht Christ. Also hier sind beide Albrecht Christian. Super. Plotow, der ist es so. Den schicken wir jetzt nach in die Ostsee, der ist jetzt gleich da, in ein paar Tagen, da ist er, und sagen zu ihm, das macht er jetzt automatisch, übertrage bitte unseren Handelseinfluss, jetzt haben wir jetzt auch 31%, weil wir noch einen Händler reingenommen haben, übertrage bitte unseren Einfluss nach Lübeck. Und dadurch, dass wir jetzt übertragen, dürfte unser Einfluss dann zwangsläufig auch steigen. Jetzt müssen wir nur noch sicherstellen, dass wir in Lübeck auch unseren Einfluss nutzen. Ja? Das machen wir folgendermaßen, indem wir jetzt noch den Händler hier rausnehmen. Entweder machen wir Lübeck jetzt schon direkt zum Haupthandelshafen. Das geht auch. Das machen wir über... Moment. Da müssen wir, glaube ich, in die Provinz klicken. Halt, stopp. Bin ich selber befordert. Kann ich, glaube ich, ich kann den Haupthandelshafen nur dann umlegen, wenn die Provinz mir gehört. Kann das sein? Ja, so ist es. Hier zum Beispiel in Stralsund könnte ich jetzt im Haupthandelshafen für uns machen, ja. Aber das umzulegen, finde ich, sollte man dann schon versuchen in den jeweiligen Umschlagplatz. Das heißt, für uns macht es erst dann Sinn, den Umschlagplatz zu ändern, den Haupthandelshafen zu ändern, wenn wir auch den Umschlagplatz besitzen. Also faktisch das, die Stadt oder das Stück Land, in dem er sitzt, ja. So, okay. Das ist meine Meinung. Kann sich auch anders ausgehen. Und den zweiten Händler, den wir jetzt rausgenommen haben, der müsste jetzt Handel abschöpfen. Das macht jetzt der Derflinger. So, der kommt jetzt da weg. Aus Krakau. So, jetzt haben wir zweierlei gemacht. Wir haben jetzt zum Beispiel unseren wie sagt man, jetzt komme ich gerade nicht drauf. Jetzt haben wir unseren Einfluss von der Ostsee. Den schicken wir nach Lübeck und versuchen hier entsprechend dann abzuschöpfen, ja. Jetzt schauen wir uns das mal an, wie sich das ausgibt in den nächsten paar Phasen. Jetzt haben wir 14,9. Hier sieht man das dann auch schön, ja. Hier sind wir ganz klein noch, ja. Moment.
Rheinland, neuer Kardinal. Wollt nochmal reinschauen. Größter ist Dänemark, Lübeck. Ich sehe uns gar nicht, wir sind so klein. 1% haben wir aktuell. So. Jetzt machen wir Folgendes. Wir könnten theoretisch auch, wir können mal schauen, wenn wir zum Beispiel, mal so als Option, ja, weil wir jetzt hier abschöpfen, aber es ist ja nicht unser Haupthandelshafen und wir haben nur 1%. Wenn wir jetzt von 4 Dukaten, die hier sind, wenn wir unseren großen Einfluss von 33% nicht weiterleiten, nur mal so testweise, gehen wir mal durch, wenn wir jetzt unseren Handelseinfluss hier abschöpfen und nicht weiterleiten, erstmal fehlen dann höchstwahrscheinlich 7 oder weniger, weil wir haben hier viel. Ein bisschen wird immer noch weitergeleitet, aber Schweden ist noch stark dabei und wir sind stark dabei. Es wird immer noch weitergeleitet, aber deutlich weniger, ja. Wenn wir jetzt sagen, pass auf, schöpf mal ab. Aktuell ist unser Handelseinfluss, also unser Handelseinkommen 2,2. Jetzt gehen wir hin und wir schöpfen ab. So. Jetzt gucken wir mal, was passiert. Müssen wir auch natürlich ein bisschen laufen lassen. Das ist immer so ein Faktor, der sich so ein bisschen bewegt. So. Ist schon deutlich gesunken von seiner Qualität, ja, also vom Handelswert. Hier ist auch ein bisschen runtergegangen. Staatsehe. Und hier sind auch, ja, wir haben unseren Handelseinfluss genutzt und haben ihn jetzt hier, sind jetzt hier im Abschöpfen, ja. Haben dadurch auch weniger Handelseinfluss, wie auch schon gesehen in Lübeck. Aber wir schöpfen halt von 7,2 schöpfen wir jetzt 20% ab. Und das macht sich auch sofort bemerkbar, ja. Das sind fast 2 Dukaten mehr, wenn wir das so steuern. Jetzt können wir noch hingehen, jetzt können wir unseren Handelseinfluss, den wir hier haben, ja noch steigern, indem wir zum Beispiel schauen, wo haben wir Einfluss, den wir weiterleiten können. Zum einen haben wir Einfluss in Novgorod, das sind 4%. Wir haben aber auch Einfluss in Sachsen, den können wir leider nicht weiterleiten, aber wir waren ja schon mal in Krakau, ja. Und es gibt nur 2 Möglichkeiten, entweder Krakau oder Novgorod. Jetzt nehmen wir unseren Händler aus Lübeck raus, wir haben ja gesehen, so viel Einfluss hat er nicht und 1% ist jetzt auch nicht so prickelnd. Ja, den rufen wir mal zurück. Zurückrufen. Und den setzen wir jetzt mal nach Krakau. Übertragen, der Derflinger. Und der überträgt jetzt unseren Einfluss, den wir hier haben. 1,656 übertragen wir jetzt. Hierhin. Man dürfte natürlich auch jetzt hier wieder ein bisschen was steigern. Und es geht ein bisschen, das sieht man an der Summe dann auch, es geht ein bisschen nach oben, ja. Und jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr Einfluss hier. Jetzt können wir noch was machen. Jetzt können wir, wie können wir jetzt noch unseren Handelseinfluss hier einfach verbessern? Gibt es noch mehr Möglichkeiten? Erstmal sollten wir Korn, das darf ich jetzt nicht vergessen. Da sind wir schon sonst bald durch, ja. Rennen immer mit negative Überdehnung rum. Und unsere Rebellen kommen auch höchstwahrscheinlich gleich raus. So, jetzt können wir noch hingehen und können sagen, oh, wir schicken mal Schiffe los. Ja, das ist nochmal so ein Thema. Damit können wir dann noch ein bisschen Einfluss nehmen, zumindest in der Ostsee. Hier hinten, um unseren Einfluss da zu steigern. Dafür brauchen wir jetzt so Barks. Die bauen wir jetzt auch. Da baue ich uns einfach mal 3 Stück. 1, 2, 3. Das wäre mal so der Anfang, weil die kostet auch immer 20 Dukaten. Ja, ist am Anfang ein bisschen teuer. Und die können wir dann auch noch da reinsetzen. Ja, das wird dann auch noch einen gewissen Effekt haben. Es wird jetzt nicht die Welt verändern, ja, ganz klar. Aber wie immer gesagt, alle kleinen Elemente bringen etwas. Ja, wir haben jetzt doch schon 2, 3 Dukaten mehr, als wir vorher hatten im Handelseinkommen. Mit ein bisschen umdisponieren. Jetzt müssen wir noch schauen, dass wir natürlich uns so fokussieren, welchen Handelshafen will ich denn später mal haben. Wenn ich ganz ehrlich bin, will ich ganz gerne Holland haben. Hier, ja, Ärmelkanal. Das ist der Ärmelkanal. Und ich glaube, der Haupthandelshafen hierzu liegt, wenn ich alles täuscht, ja, in Amsterdam, ja. Das wäre jetzt zum Beispiel so dieser Traumhafen, ja, wenn wir dann den besitzen. Aber das heißt ja nicht nur, weil wir den Umschlagplatz besitzen, dass wir die meiste Handelsmacht dort haben. Wenn man sieht, wie viel Land zum Beispiel, ja, Möglichkeiten England hat, den Handelseinfluss dort zu steuern oder Frankreich sogar noch mit seiner Nordküste und natürlich selber noch die Niederlande mit ihren eigenen Regionen, alle, die hier orange markiert sind, da sieht man auch nicht nur die Ländereien oder die Menge der Ländereien ist sinnvoll zu erobern, sondern die richtigen, ja. Also wenn man jetzt hier sagt, man will ausbauen im Lübeck, ja, dann braucht man hier natürlich so ein wichtiges Land, den Sundzoll wie Zierland, ja. Das bringt mir mehr, diese eine Provinz bringt mir mehr Handelseinfluss in Lübeck, als von mir aus die 4 Provinzen oder 5, 6 zusammen, ja, ganz klar.
Natürlich kann ich die auch nochmal ausbauen. Ja? Ich kann einen Fokus auf die Ländereien, auf die Provinzen legen. Was sollen die machen? Staatserlasse und was es alles gibt. Ja, natürlich kann ich das auch noch pushen, ja, wenn ich keine andere Möglichkeit habe. Aber in der Regel kann man sagen, ja, wenn dir die Provinz gehört und auch noch viele Ländereien mit guten Häfen, ja, die man ausbauen kann, dann ist man schon auf einem guten Weg, ja, selbstverständlich. So, Technik müssen wir noch laufen lassen. Was haben wir jetzt fertig? Oh, Militär. Perfekt. Dann kriegen wir da wieder mal einen Punkt. Den nehmen wir auch mit, selbstverständlich. Ich glaube, viel Zeit ist heute nicht rumgegangen, aber das ist nicht so schlimm. Wir versuchen noch ein bisschen zu drücken. Wir nehmen jetzt nochmal einen General mit oder unseren Herrscher. Ja, unser Nachfolger ist mittlerweile volljährig. Dann können wir eigentlich das mal in die Wege leiten und nehmen unseren aktuellen Herrscher als General und schicken ihn mal zum guten rebellischen Wolgast, weil da werden sie wahrscheinlich gleich rauskommen in Straßen oder dergleichen. Und dann gucken wir uns noch an, wenn die Schiffe fertig sind, was für einen Effekt die noch haben, wie man die da einsetzen kann. Da gibt es ja noch zig Möglichkeiten, ja, die dann noch ergänzt werden können. Ah, hier nehme ich grundsätzlich immer Stabilität, ja, wenn sie es anbietet. So, wir haben ein bisschen Dukaten übrig, dann nehmen wir dann auch mal einen Berater mit. Diplorep bietet sich immer an. Und dann vielleicht auch noch Admin-Technologie bräuchten wir jetzt. Haben wir noch keine Idee laufen, ja, dann doch mal beim Militär. Disziplin. Sehr schön. Sehr schön. Okay. Die Gebäude sind da auch schon fertig. Man kann sie jetzt auch noch. Ach, wir können das ganze Land auch noch zum Reich hinzufügen. Das machen wir auch noch gleich. Alle Provinzen hinzufügen. Gibt es ein schönes, schnelles Menü hier. Das machen wir natürlich sofort. So. Die sind noch nicht gecored, deswegen geht das noch nicht fertig. Kann man sie nicht hinzufügen. So, da haben wir jetzt unsere Schiffe. Jetzt versuchen wir mal mit unseren Schiffen hier noch ein bisschen unseren Einfluss zu stärken, ja, oder zu vermehren. Dafür ist ganz einfach, Handel schützen, hier unten das Menü, ja, dann gehen wir auf Handel schützen. Und in dem Fall beginnen wir in der Ostsee. Hier steht natürlich immer dann, macht das Profit, macht das jetzt aktuell Sinn? Man kann sagen, bei vielen Handelshäfen hat man von Anfang an sofort einen positiven Effekt, aber es kann immer auch nie schaden, ja, in der Summe. Wir sehen jetzt hier, ganz knapp erhöht sich das, aber das kann sich im Laufe der Jahre dann auch nochmal ändern. Dann haben wir noch eine dritte, da gehen wir nach Lübeck, da lohnt sich zum Beispiel nicht. In der Nordsee lohnt sich es auch nicht, aber in Novgorod sieht man, da lohnt sich sogar richtig. Dann können wir mal schauen, wie sich es lohnt mit beiden. Nehmen wir nochmal zwei Schiffe. Super, 0,08 würden wir bekommen aus Novgorod an Handelseinfluss. Das machen wir doch, die schicken wir dann auch noch dahin. So, da seht ihr, jetzt fahren die Schiffe und dann sind wir sofort durch den Schiffeinfluss von 19% auf 20% gestiegen. Warum sind wir früher gefallen? Das kann alle Möglichkeiten haben. Ja, es kann sein, dass die Konkurrenz, Schweden zum Beispiel, hat was ausgebaut. Oder Moskau hat vielleicht einen Hafen ausgebaut oder hat gleich einen Effekt von plus 10% Handelseinfluss. Ja, das sind tausende Möglichkeiten, ja, die da an Optionen offen stehen. So, was machen wir denn hier? Adminis Influencer. Ja, selbstverständlich, wie immer die Influencer. Das Thema haben wir schon mal besprochen. So, das ist ein grober erster Einblick in die Thematik des Handels. Was ich noch empfehlen würde, ist, oder mein Ziel ist es, wenn ich realistisch spiele, ich denke, großen Einfluss auf den Ärmelkanal, das ist dann erst im Late Game möglich, ja? Ja, ist ja möglich, nochmal. Ich sehe meinen Spielstil erst im Late Game im Ärmelkanal. Das heißt, für uns wäre es eigentlich nicht so schlecht, wenn wir am Lübeck partizipieren und uns langsam vortasten an den Ärmelkanal, ja? Weil der Ärmelkanal wächst in seinem Einfluss das ganze Spiel über, anders wie Lübeck zum Beispiel. Alle Umschlagplätze wachsen selbstverständlich, weil die Gesamtwirtschaft in dem Spiel steigt. Aber es gibt natürlich potenziell deutlich stärkere und der stärkste ist mit Abstand der Ärmelkanal. Also wenn wir irgendwie die Möglichkeit haben, so zu expandieren, dass wir hier einen schönen Einfluss haben, ja, da kommen wir fast gar nicht drum herum. Entweder nehmen wir den Norden Hollands ein oder wir sitzen auf England. Ja, also die beiden Optionen gibt es. Dann können wir da schön dran partizipieren, weil hier natürlich auch viel Geld reinkommt aus Übersee. Ja, alles, was die Kolonialmächte da erobern und Handelseinfluss rüberschicken. All das landet natürlich am Ende im Ärmelkanal primär, ja, primär. Also von daher
macht das schon Sinn, die Richtung zu expandieren, ja? Immer Richtung See. Wenn ich jetzt, wir können uns einen anderen Handelshafen anschauen, auch das ähnlich gilt es auch mit dem Bosporus. Ja, am Anfang ist es noch ein recht guter Handelshafen oder Umschlagplatz, ja, später nimmt das dann systematisch ab, ja. Oder auch Venedig, ja, darf man gar nicht vergessen. Wir können uns das anschauen. Wir haben jetzt bei Venedig 21,9, das ist enorm, ja. Im Vergleich zu dem Ärmelkanal ist jetzt nur bei 24, ja. Am Anfang des Spiels ist der sogar noch deutlich größer wie der Ärmelkanal. Und das nimmt aber verhältnismäßig ab. Der Ärmelkanal landet irgendwann dann am Ende bei 500 und dann sitzt Venedig immer noch bei 150, ja. Wir können uns das anschauen mal in den nächsten Episoden und dann feststellen, ob ich da recht behalten habe, aber ungefähr so verhält sich's, ja. Deswegen langfristig gesehen macht es Sinn Richtung Ärmelkanal. Kurzfristig gesehen, sagen wir mal, bis Ende des Midgames, wenn wir da in Lübeck Fuß fassen, ist das schon super, ja. Gut, dann haben wir unser nächstes Ziel, ist in 10 Jahren Mecklenburg, ja, oder vorher Böhmen, ja. Wir haben großen Einfluss hier, wir wollen aber noch ein bisschen die Beziehungen hier wieder verbessern, weil alle so ein bisschen natürlich von unserer Expansion, wie sagt man so schön, nicht so erfreut sind, das ist auch verständlich. Das versuchen wir dann noch zu minimieren oder da wieder klar Schiff zu machen, die Beziehungen zu verbessern, damit die Leute nicht so böse auf uns sein müssen, ja. Super, sehr schön. Dann, wenn wir da genügend Admin-Tech übrig haben, wie schon gerufen, jetzt machen wir die Technologie und die nächsten Admin-Punkte können wir dann wieder, wenn wir genügend übrig haben, mal investieren, um die weiteren Länder hier zum Kernland hinzuzufügen. Das lohnt sich noch. Und dann kommen wir eigentlich schon in die ganz entscheidende Phase im frühen Spiel, ja. Entscheidungen und Richtlinien. Haben wir später auch noch die Richtlinien? Brauchen wir aber erst ein paar Ideen, ja. Das gucken wir uns dann später an. Administrative Technologie höher als... Ach, was will der eigentlich von mir? Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Verabschiedet Uniformitätsakt. Schwierige Aussprache. So. Haben wir da noch Rebellen, die kommen? Teutonische sind noch drin. Ansonsten würde ich mal wieder anfangen zu drillen, selbstverständlich. Können wir hier aber machen. Ich denke mal, das überleben wir. Wozu nochmal der Drill? Das hat man schon mal gehabt. Habe ich 5%, alle 5% Armee-Professionalität, kann ich die auch nutzen, um mir zum Beispiel Rekrutenreserve zu generieren. Ja? Wenn ich jetzt 5 Armee-Professionalität auflöse, bekomme ich 3900 Rekrutenreserve. Super. Oh Moment, ich muss hier ganz kurz, ich nehme es für alle. Verteidigungsfähigkeit lokal. Alternativ natürlich bekomme ich mit der Professionalität immer diese Boni, ja, die immer weiter in die Höhe gehen, ja. Aktuell bin ich bei 11,8, das heißt Kosten Söldner minus 11%, Rekrutenreserve plus 11% von Söldner, ja. Effizienzbelagerung ganz entscheidend, ja, da müssen wir hochkommen, so gut es geht. Jetzt sind wir bei plus 2,3, Schadenfernkampf, Schadennahkampf, Verfall, Regimenterdrill, ja. Also gerade diese mittleren Belagerung, Fern- und Nahkampfelemente sind einfach super für die Armee. Deswegen immer gut, wenn wir da einen hohen Wert haben, selbstverständlich. Ja, die kann man wieder gerufen. Da haben wir gerade 2 Sekunden gedrillt. Und schon sind sie wieder da. Also bringen wir sie hin. Und dann hat der Drill selber auch nochmal einen Effekt. Ja, den sieht man hier. Wenn dieses Regiment gedrillt hat, ja, haben die jetzt auch nochmal eine Reduktion von Fernkampfschaden zum Beispiel. Ja. Darf man nicht vergessen. So, dann sind wir durch. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Runde. Und die wird ähnlich spannend. Diplomatie machen wir dann auch fertig. Super. Bis dann. Ahoi. Ciao, ciao.